Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Dem aufmerksamen Zuschauer, der bis zum Ende meine Folgen sieht, ist jetzt aufgefallen, ich habe wenig Energie, obwohl ich gerade gerastet habe und mehr Seelen auf dem Konto. Ich hatte nämlich gerade wieder, also ich könnte quasi theoretisch den gleichen Satz bringen wie in der letzten Folge. Ich habe angefangen und war am Farmen und da habe ich mir gedacht, das kannst du niemandem zeigen. Problem an der Sache war nämlich gewesen, ich bin losgestiefelt, weil, wie wir gesehen haben, die Tür, ich kann jetzt mich in der Zwischenzeit schon mal zurückporten, weil ich hole jetzt nämlich einen Skillpunkt, diese Tür ist ja geschlossen da hinten. So, da dachte ich mir, oder hat er auch gesagt, geht ja dann nicht anders, dass man nur halt oben über den Friedhof weiter gelangt. Das war auch richtig und ich einfach hoch lang gewetzt und gib ihm und dachte mir so, Alter, du läufst doch jetzt hier nicht mit 7500 Seelen über den Friedhof, weiß nicht, wo es lang geht, weil da gabelt sich nachher noch der Weg, stirbst unterwegs irgendwo, durch einen dummen Zufall stirbst du vorher nochmal und dann sind die Seelen weg. Nee, hau lieber noch ein paar Leute um und sammel deine Seelen, dass du ein Level up hast. Ja, hab ich dann auch gemacht und dann hab ich mir gedacht, nee, komm, das kannst du jetzt hier wieder nicht aufnehmen, das ist dann assi. Hab dann gedacht, okay, wo ist jetzt die 7087 Seelen, ne, ich kann jetzt in einen hochgehen, ich geh jetzt in Kondition. Und da geht aber Blitz und Dunkel diesmal mit hoch. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nötig, sinnvoll hier. Ja, schon wieder 400 Punkte. 400 Punkte und ein bisschen wird es immer mehr, die man braucht. Und ja, hab mir gedacht, ich gehe jetzt erstmal hier rein, hol mir die nächsten Punkte. Und dann jetzt oben, ja, einfach durchwetzen. Ich habe doch irgendwas Neues gekriegt. Die Titanitscheiben, genau. Vielleicht könnte ich ja jetzt. Wo sind sie? Ich hab sogar 4 Stück. Na guck mal, dann siehst du, bevor wir dann da reinlaufen in das Verderben oben und nicht wissen, wo es lang geht, wo das Sterben, wie gesagt, dann weniger schmerzvoll ist mit den paar Seelen, die du verlierst, wollen wir einfach mal gucken. Ach ne, da hatte ich ja gar nichts. Schade. Wo es dann lang geht. Dann laufe ich dann einfach rein und mal gucken, wo es mich hinführt. Was kann man? Hey, kann man auch nichts, alles klar. Dann Waffe verstärken. So, das ist jetzt hier die Frage. 6 brauche ich? Das hatte ich letztes Mal anders gesehen. Scheiße. Gut, ich hatte auch gar nicht genug Seelen jetzt. Mhm. Gut, aber geht um 15 hoch mit dem physischen Schaden. Aber für 6 Titanscherben, mein lieber Scholli, was ich letzte Folge ja schon angemerkt habe, investiere ich die oder warte ich darauf, dass ich eventuell die nächste neue Waffe bekomme? Weil das ist doch ganz... Was ist das denn denn? Achso, Hexenbaumranke. Gut, das brauche ich gar nicht. Weil das ist nämlich ein ganz schön krasser. Achso, nicht genug Seelen, klar. Aber kleine Titanitscheiben, gut, dann würde ich dann den physischen Angriff erhöhen und die Haltung verbessern. Ist schon ganz schön krasse Investition, muss ich sagen, für gerade mal 15 Schadenspunkte mehr. Also gerade mal ist jetzt relativ, ne? Ist natürlich schon, ja, haben oder nicht haben 15 Schaden mehr. Aber für 6, hallo? Nee, ich würde ja wohl eher sagen, leck mich, Junge. So, egal. Auf jeden Fall, wir müssen anscheinend irgendwie auf dem Friedhof den Schlüssel besorgen für die Kapelle. Oder sie gab es im Vorlauf, wo ich mich vorletzte Folge lang geschlichen habe, oder drumherum geschlichen habe, besser gesagt. Da fällt mir ein, der Ring, wir haben da noch einen Ring gesammelt gerade, ein Gift irgendwas. Pass mal auf, der Giftring hätte mich beschützt vor den Bestien. Pass mal auf, ey, der hätte... Egal, gucke ich mir gleich an. Nee, aber auf jeden Fall, vielleicht gibt es halt für die Kapelle oder den Schlüssel auf dem Vorhof von der vorletzten Folge, wie gesagt. Oder wir finden ihn allerdings auf dem Friedhof gleich. Erhöht Giftresistenz. Naja, um wie viel? Geht denn, wo ist denn die Giftresistenz? Sieht man ja gar nicht. Oh, super. Egal. Wir haben jetzt 4 fette Klunker an den Händen, ja. Porno. Was hat's los? Was haben wir da unten? Ach so, um so viel hat er jetzt die Giftresistenz, geht jetzt wahrscheinlich nochmal, senkt sich jetzt weiterhin. Andersrum werden die Lebenspunkte halt nach dem Balken nach oben erhöht und hier geht er halt zurück, bis er weg ist. Da hätte man auch gleich sehen können, wie viele das mehr sind, gibt. Wie viele das mehr gibt. Wie viel Resistenz es mehr gibt, mein Gott, ey. Okay, Freunde. Rams die Bombs. Hör auf. Boah, super. Ja, so starte ich gerne oben rein. Fuck. Okay, guck mal, 632 Seelen. Das ist ja schon wieder ärgerlich, ne? Brauchen wir jetzt nur 8. Was war das jetzt?
8200. Ja, wir finden noch 7600. Okay, wir laufen mal los. Hier links geht's noch lang. Ich denke aber mal, wir laufen erstmal nach hier hinten. Oder war das hier links, wo es lang geht? Ach, ich weiß das auch nicht. Und ein paar können wir umhauen. Sollten wir sogar zumindest, würde ich sagen, weil... wäre immer mehr. Ich habe keinen Bock hier von jedem... und gleich von 15.000 Leuten hier gejagt zu werden. Ah, fuck. Das Problem ist, wo gehen wir lang? Was war das oben? Nichts, gut. Am besten auf dem Weg gleich zum nächsten Boss, ey. Und der droppt den Schlüssel, anders kommen wir nicht weiter. Mist. Zack, hier erstmal gleich ein Tritt, wenn er rauskommt. Oh, guck mal, der versteckt sich in der Ecke, der Sack. Dann weißt du nicht, wann du von hinten angegriffen wirst. Aha! Der Weg scheint wohl okay gewesen zu sein. Ich hau mal lieber ab hier. Jetzt kommen gleich noch mehr raus. Ich wollte ihn hier vorne eigentlich. Was ist denn das für ein Bild? Oh fuck. Mann, was ist denn ein Missgeburt? Puh, hässliche Granate. Schön beide erwischen. Okay. Kurz die Aussicht genießen. Ach, geht er gar nicht. Kommt der nächste Klopse da raus? Schau ab hier. Hat keinen Sinn. Müssen wir aufpassen, kommen wir hinterher oder vergessen die mich so schnell wieder? Weil schlau sind sie anscheinend. Oh Gott, das ist ja alles verseucht hier von den Viechern. Sollte jetzt abwarten, bis die Blutung da oben aussetzt. Ich habe jetzt keinen Bock. Oh, was ist denn da los? Oh, er hat mich schon gesehen, der riecht mich. Zack. Huh, what the fuck ist das? Ein Ninja. Skelett-Ninjas hier, Alter. So, da oben geht's auf jeden Fall rein. In die Kapelle. Okay, dann ist das wahrscheinlich der richtige Weg und die Abkürzung später muss ich mir irgendwie wieder frei kämpfen, um dann zum Leuchtfeuer zu kommen. Schon wieder vergiftet hier. Schnell weg. Hoch. Aufpassen, abchecken. Da drüben gehe ich mal rein. Was ist das hier? Leuchtfeuer wäre gut gewesen. Aber das Glück wollen wir natürlich nicht haben. Ich sende mich um, bevor du mir gefährlich wirst. Aha. Den wird es doch nicht einfach so leicht geben. Oh, Antifluch-Großschild. Ein neuer Schild ist immer gut. Oh. Der schmeckt. Kann ich aber nicht tragen. Warum? 34 Stärke. Heidewitzka. Ja, umskillen wäre mal nicht schlecht. Ganz ehrlich, da würde ich mehr in Stärke gehen, weil da gab es bis jetzt die... Ach du Kacke. Wo geht's denn jetzt lang? Ist immer nicht gut, ne Leiter. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Sollen wir da runtergehen oder erstmal oben weiter? Ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe mal runter. Hä? Ach so, hat er erstmal runtergelassen. Aha, war ich da vielleicht sogar schon? Hab jetzt eine Abkürzung? Ja, ne? Ja! Das ist doch jetzt hier. Alles klar. Da, wo sagte der Typ halt was in Hand. Hier gab's doch nichts in dem Raum. Und wenn ich da rausgehe und hier hinten und runter, komme ich zu diesen komischen Viechern, die die Blutung hinterlassen. Gut zu wissen. Ich glaube, der Weg ist nämlich kürzer als oben über den Friedhof lang. Falls ich gleich sterbe, kann ich nämlich hier lang laufen. Ein Glück. Die Leiter haben wir runtergelassen. Ist auch ganz gut. Er spart uns nämlich... Ich räume mich mal ganz mutig hier am Abhang lang. Er spart uns nämlich dann die Frage, gehen wir unten oder oben lang? Naja, wir haben uns jetzt die Abkürzung quasi freigeschaltet und... freigeschaltet. Wir haben sie freigeschaltet. Und
Können jetzt hier oben getrost weiter marschieren. Und sind jetzt auch in der Kapelle schon drinne. Okay, langsam. Hier kommt bestimmt gleich ein fetter Klopper, ey. So, Marke, herzlich willkommen. Ab jetzt geht's erst richtig los, mein Bester. Rostige... Aha. Münze. Für wie? Für was brauche ich die Münze? Hab ich schon. Hab ich schon zwei? Erhöht kurzzeitig Glück. Mhm. Gut. Sollte man vielleicht beim kurz vorm Bosskampf nehmen. Wenn man sie sicher ist, dass man den Boss umhauen kann. Oder Truppenboss überhaupt was? Ja, natürlich. Manchmal. Nee. Ehrlich gesagt habe ich mich jetzt gar nicht so darauf konzentriert die letzten Male. Was macht der? Ist das ein anderer Weg, der da hinführt? Nee. Warum ist der da so alleine? Da hinten geht's weiter. Weil ich wahrscheinlich nämlich hier in die Tür gar nicht reinkomme. Komme ich wahrscheinlich nachher wieder raus oder so. Na, siehst du? Mann, 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 jetzt bin ich ja wieder ganz schön vorangekommen. Jetzt muss ich aber langsam mal wieder auf ein Leuchtfeuer plädieren. Freunde, das ist doch wieder. Oh, oh Gott, hier ist auch noch einer. Ach so, wie das? Du kleiner Sack. Ja, du, ist gut. Spackomat, ey. Aha! Der ist anders. Der kommt. Guck mal, steckt uns genau im Herzen, die Sau. Hier bin ich. Deine Pfeile kitzeln mich nur, mein Bester. Hahaha. Hat trotzdem Schaden gebracht. Was gibt's denn hier? Nix. Kuckuck! Ich kann da jetzt nicht hin, so mir nichts, dir nichts. Weil er da mit seinen flammenden Speeren rumläuft und der andere Eierkopf da unten rechts an der Treppe auch noch rumhockt. Komm her, Mann. Ich hab doch auch Pfeil und Bogen. Das ist so assi jetzt, Mann. Macht auch keinen Bock. Und rolle! Ja, wusste ich doch nämlich. Wups! Das Problem ist bloß dieser Schildträger. Ach, die... Ach, so. Hitzegesteuerte Marschflugkörper oder was schießt der da? Okay. Aha. Fiese Sau. Fuck. Nicht jetzt. Das muss nicht sein. Ich hab grad einen fiesen Kampf mit dem, ey. Ah, schade. Ich dachte, der fällt runter und stirbt. Aha. Hier muss ich auf jeden Fall gleich lang. Sieht mir aber alles andere als sicher aus, der Weg. Du Scheißkerl. Oh nein! Oh fuck! Was ist das für eine Scheiße? Wie war denn jetzt der Weg? Oh, jetzt kann ich die alle nochmal umhauen, ey. Das geht mir schon wieder auf den Pisser. Mann. Ey, ja, da falle ich da runter. Es gibt doch nichts Schlimmeres. Hätte ich mal gewartet, bis der hochkommt, aber ich wusste ja nicht, dass es da auch noch nicht weitergeht. Ja? Nimm das, du Sau. Ach ja, das war ja hier der Weg. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, ist das gegen die da unten zu kämpfen so sinnvoll und dann die Leiter hoch? Ist das schneller, als da oben lang zu laufen und mich da durchzukämpfen? Hier sind es ja, glaube ich, zwei, die ich bekämpfe. Ach, egal. Was soll's wollen? Fuck you.
Pass mal auf. Kenn ich nichts. Da stratze ich so vorbei. Also war's doch besser. Oh, ist das unangenehm. Ey, das ist übel. Das ist ganz übel. Weil die Punkte kriege ich auch nicht wieder. Weil die liegen da unten. Es sei denn, die sind oben vielleicht, wenn ich Glück habe. Zurückgelassen worden. Naja. Schöne Scheiße, sage ich euch. Oh. Das ist ja der Ninja. Okay, der bleibt da. Ah, jetzt die ganze Scheiße nochmal. War hier noch einer? Nee. Aber besser nicht so weit der Weg. Guck mal. Bin ich schon. Ah! Perfekt, die Kussi. Hm, da schießt er schon. Diesmal kommt er nicht runter. Das ist dumm. Ich kann ja nicht mich mit denen da oben anlegen und hab dann mit dem Typen an. Ich geh doch mal weiter weg. Vielleicht kommt er jetzt gleich. Ah, da kommt er. Ob das so gewollt ist? Plumps, da ist er. Ja, du kleine Sau. Pass mal auf jetzt. Der andere ja noch gleich hoch. Oder? Wollte gerade sagen. Oh nein. Nein! Oh, war das knapp, ey. So, die haben wir zurück. Jetzt ist nur die Frage, wo. Ja, wir müssen mal hier lang. Also, das kann ich allein. Aufpassen, ey. Oh, am besten bricht hier noch irgendwas weg. Okay, das haben wir geschafft. Oh, fuck. Oh! Ja, Mann. Fick dich. Wichser. Wenn du nur jetzt einen Trank nehmen, ey. Was ist jetzt los? Ich kann keinen Trank nehmen? Warte. Bis das Ding weg ist, bleibe ich hier oben, Freunde. Ich kann keinen Trank nehmen. Weil ich irgendwie komisch dampfe. Was ist? Jetzt geht's, alles klar. Nee, nee, nee. So gehe ich da nicht runter. Oder bist du ja gesagt, da hoch? Aha, guck mal, jetzt ist er gerade da hinten. Jetzt muss ich mich beeilen. Dann kann ich nämlich da hoch. Oh, schnell. Und nach hier hinten. Ich hoffe, dass jetzt keiner von oben runterkommt. Gut. Was ist das hier? Kann man damit irgendwas machen? Nein. Komm her! Ich erwarte dich! Oh nein! Ja, da spring mal lieber runter, du Dämlack. Auf dich haben wir gar keinen Bogen, ey. Apropos Bogen, aufpassen, dass hier keiner mit dem Bogen steht. Weil ich hole mir jetzt das Ding hier nämlich. Lass mal ihn hier umhauen. Ich denke, ich sehe den nicht, ne? Willst du mir den Rücken fallen, Alter? Okay, du? Aufpassen, kommt noch mehr. Ja, ha, wusste ich! Wichser, Kleiner! Keine Energie mehr, Mist. Ausdauer, da hinten ist noch einer. Ich schnapp mir erstmal das, was er hat. Da, seht ihr ihn? Oh. Was ist denn für ein Typ, ey? Dann ist noch einer. Alter, Leute. Macht doch jetzt mal keinen Kack und... Da kommt noch einer. Invasion von diesen kleinen Pissern oder was? Ich wusste. So viel Platz. Ja, da gehst du nicht einfach so rüber, tötest einen Gegner. Oh Gott. Ah, verpiss dich. Alter! Kommst du klar, du Pissnacken? Haut er mich fast tot. Oh, was ist jetzt los? Ich geh von irgendwo... Irgendwo muss einer, der schießt, ey. Kacke.
Mach ihn jetzt. Ich weiß ja nicht mal, von wo das ist. Ich wollte es ja auch nochmal nehmen. Da unten. Muss ich denn da hin? Sieht so aus, ne? Gucken wir jetzt mal hier, ob da noch irgendwas ist, was wir verpassen könnten. Rolle, ausweichen, siehst du? Alles klar. Zwei. Schlecht. Drei. Ich glaube, da war noch einer. Siehst du? Oh, Freunde, Freunde, Mann. Energie. Oh, fuck. Ist nur, da ist noch einer. Ein Schild, zum Glück hat er sich nicht eingemischt. Wer ist ein Ehrenmann? Der wartet. Was will der treten, dieses dumme Schwein? So. Leute, Leute. Drei Flakons nur noch. Was ist das? Irgendein Mönch. Mit einem richtig fetten Hammer, Alter. Ich springe von oben aufs Dach. Boah, nee, die war nicht, ey, da war ja knapp. Ich geh jetzt mal nach hier hinten. Oh, was ist das denn? Da liegt doch. Noch so ein Mönch, Alter. Was ist hier los? Gott, was ist das für ein Typ? Oh, da geht's ja zu dem. Oh ja, von oben, ne? Die Spacken. Ey, ihr lasst aber auch hier flakonmäßig, ey, nichts liegen, ne? Dass ich hier so einen nehmen muss. An den halten gehe ich jetzt nicht ran. Ich habe zu wenig Flakons. Wer weiß, was es da Tolles gibt, aber da komme ich bestimmt nochmal vorbei. Da, guck ihn dir an. Jetzt muss ich den erstmal vernichten. Oder er mich. Was wahrscheinlicher ist, weil der sieht nämlich ganz nett aus. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Ein ganz wilder. Oh nein. Nein. Oh fuck, ey. Schlechter Kampf meinerseits. Ganz schlecht. Und Leuchtfeuer, Freunde. Ey, ein Leuchtfeuer. Mein letzten Eston-Flakon für ein Leuchtfeuer. Oh fuck. Oh fuck. So, rein hier. Was hast du? Okay. Muss ich nehmen. Ah! Und wo kommt ihr? Wo ist andere? Hä? Da! Du Schwein! Oh, Flakon! Mann! Ist doch mal gut! Wie, wo kommen denn noch von euch? Ey, wegen so einem Kack, ja? Der kotzt da hinten die Brüstung, dem geht's nicht mehr so gut. Dem geht's wie mir. Schau mal hier hoch. Leuchtfeuer? Nee. Scheiße. Da hinten Leuchtfeuer? Super, bringt da gar nichts hier. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich noch gleich noch ein Bosskampf oder was? Mach ihn jetzt. Das ist hier. Ich habe keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Der hat ein Schild. Ich werde irre, ey. Gut, aber tot ist er trotzdem. Hm? Da ist das Flakon, haben wir noch. Jetzt müssen wir den anderen da oben noch umlegen. Nur um gleich zu sterben mit 5000 Seelen. Was war das gerade? Oh nein! Oh Scheiße, was ist denn das denn für ein Typ, ey? Das ist doch ein Ninja-Scheiß.
Leute, ich werde jetzt mal hier die Aufnahme beenden. Ich gehe jetzt mal hier oben rauf. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, gucken, was mit dem Kamikaze Achim macht. Und schauen mal, dass wir dann nächstes Mal irgendwie weiterkommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben gerne da. Schreibt was in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, haut da rein. Bis dahin.